Ja, die Ausstellung beschäftigt sich natürlich mit den wichtigsten Themen rund um die demografische Entwicklung. Also, wie ist es jung zu sein, wie ist es alt zu sein, welche Herausforderungen ergeben sich da, welche Herausforderungen ergeben sich aus dem Zusammenleben zwischen Jung und Alt, wie verhalten sich Alte und Jungen zum Beispiel unterschiedlich, wenn es darum geht, wo sie wohnen möchten, wo sie leben möchten. Es geht natürlich aber auch um das Arbeiten, wie verändert sich unsere Arbeitswelt, wie verändert sich das Lernen, wie können wir auch im Alter noch geistig fit bleiben und weiterlernen. Also das sind die ganz interessanten Themen rund um dieses große Thema demografische Entwicklung. Und man kann sich hier da sehr spielerisch diesen Themen nähern, dadurch, dass die Exponate zum Mitmachen einladen und man sich so diesen einzelnen Themen, mit diesen einzelnen Themen auch befassen kann. Wir sind fast in der gesamten Republik unterwegs. Wir sprechen, denke ich mal, bis zu 100.000 Menschen an, auch mit dieser Ausstellung. Das ist eigentlich eine sehr große Zahl. Wir sprechen sehr, sehr viele Schulklassen an. Aber wir wollen auch gerade junge Menschen mit diesem Thema ansprechen, mit dieser Ausstellung ansprechen, die auch so konzipiert ist, dass sie auch jungen Menschen Spaß macht. Aber natürlich haben wir auch viele Exponate, die Erwachsene ansprechen. Ich glaube, es ist für alle Menschen attraktiv, auf ein Schiff zu gehen. Das ist immer spannend, gerade auch für die jungen Menschen. Und es ist natürlich sehr schön und eine sehr, sehr einfache und überzeugende Idee, eine Wanderausstellung letztendlich auf ein Schiff zu packen, sodass ich sie nicht wieder abbauen muss, wenn ich den Ort wechsle.